Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu habe ich schon hier ein bisschen wieder das Auktionshaus gescannt. Wir wollen nämlich ein bisschen Gold raushauen. Und unter anderem möchte ich einmal ein paar Themax-Sachen aus Maha kaufen. Und ich habe vor, noch ein bisschen Gold auszugeben über bestimmte Berufe, die ich hochskillen muss, wo ich noch bisschen was craften muss und so. Und ja, mal gucken, was wir jetzt die nächsten Tage so zusammenkriegen werden. Ich habe jetzt seit dem letzten Mal ein paar Tage verstreichen lassen, das Auktionshaus sich so ein bisschen regenerieren. Wenn ich jeden Tag quasi was rauskaufe, dann habe ich immer relativ wenig zur Auswahl. Und ja, mittlerweile sind wieder ein paar Sachen drin. Ich bin ja im Moment so auf der Schiene, ich kaufe alle Sachen, die ich noch für T-Mog brauche, unter 30.000 raus. Und ja, jetzt lass mal gucken, was da so drin ist. Ich habe hier einmal auf meinem Main auf Blackmore gescannt. Und ihr seht, wir haben hier ein paar Ingi-Sachen drin. Die sind uninteressant für mich, da ich die nicht tragen kann. Aber wir hätten hier ein Item-Kette. Und zwar hier für Stufe 50. Das kann ich auf einen von meinen Trial-Chars schicken, dass wir das lernen können. Kostet 23.000 aus Uldir. Im LFR gab es das. Oder gibt es das immer noch? Das kaufen wir jetzt einmal. Und sonst, die anderen Sachen sind über 30.000, also in dem Fall jetzt uninteressant. Ich würde sagen, das tragen wir gleich mal ein, also Blackmore 23.000. Dann habe ich parallel auf Anto schon durchgescannt und hier sind tatsächlich noch ein paar mehr Sachen drin. Halt, das ist nicht Anto, das hier ist Anto, genau. Und dort habe ich was gesehen, hier diese Axt, ne, das ist ein Zonendrop im Sharegrad, das ist sonst immer so für 50.000 um den Dreh rum drin und das ist jetzt hier für 5.000 und ich dachte mir, komm, das kaufen wir einmal für 5.000 auf Antonidas. Dann, jetzt muss ich mal gucken, habe ich zwischenzeitlich nicht ausgelockt, okay, da muss ich es manuell zusammen rechnen, denn ihr seht, ich habe schon ein bisschen Barren gecraftet im Hinblick auf den nächsten Patch auf 9.2 und ja, jetzt haben wir natürlich blöderweise hier nicht das resettet, aber egal, das rechnen wir manuell zusammen. Also wir haben einmal 5.000 hiervon, dann haben wir nochmal 5.000 von dem Stoffteil, dann sind wir bei 10.5, ne? 5,5 kostet das. Und dann hatte ich, glaube ich, hier noch irgendwo unten was gesehen, was interessant war. Genau, hier, die Kettentaille aus Dazar Alor, die würde ich auch noch nehmen. Jetzt warte mal, muss ich mal kurz gucken. Nicht, dass das dasselbe Item ist. Ne, das war aus Uldir. Lieber nochmal gucken, ne? Nicht, dass man zweimal das gleiche kauft. Das ist aus derselben Expansion, aber zwei verschiedene Instanzen. Einmal das Salor und einmal Uldir. Dann kaufen wir uns das auch noch. Dann sind wir jetzt bei 30.500, runden wir es ab, 30.000. Gut, das schicke ich jetzt zu meinen Twinks, lernen das. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal auf die nächsten Server weiter. Hier an Tor haben wir 30 jetzt. Sodala, ich habe weiter gelockt. Wir sind einmal auf Equin und hier habe ich jetzt auch durchgescannt. Hier ist eigentlich, ja, sind nur insgesamt 85 Items drin, wie ihr seht, die ich noch brauchen könnte. Und davon sind nur 230.000. Das eine ist ein Ingi-Teil und das andere ist aber von Interesse. Das ist nämlich einmal hier aus Uldir, Kette, NHC, das können wir einmal kaufen für knappe 25.000. Und das kann ich dann auch gleich schon mal weiterschicken. Vorhin habe ich das nämlich beim Main wieder mal vergessen. Wenn ich das nicht gleich mache, ne, dann schwierig. So, da haben wir gleich den Kettenschar. Tragen wir das ein. Equin 25 hatten wir gesagt. Wo haben wir es? Hier. Und dann habe ich parallel noch gescannt auf Erida. Und zwar haben wir das hier. Und dort habe ich auch was gesehen. Und zwar dieses Item hier. Das ist einmal aus einem 5-Mann-Dungeon aus der Kathedrale der Ewigen Nacht. Und das kostet hier 15.000. Ich würde sagen, das nehmen wir auch mit. Einmal das und mal schauen, ob hier noch irgendwas drin ist. Ja, da wird schon wieder teurer, ne? Ne, dann lassen wir es dabei, 15.000. Das können wir dann auch gleich mal weiterschicken. Es sind erstaunlich viele Ketten-Items dabei, merke ich gerade. Also, das kommt dann einmal zum Hunter. Und dann schreiben wir das auch nochmal auf. Die 15.000 auf Erida. Vielleicht kommt dann später auf Erida noch was dazu, denn ich müsste da noch meinen Schneider hochleveln. Aber das gucken wir mal, ob ich da heute noch zukomme oder die Tage. Dann sind wir als nächstes hier auf Blackhand. Und hier habe ich auch schon durchgescannt und ein Schwert gefunden. Das ist ein World Drop, ich vermute aus Classic. Und das ist, soweit ich das sehe, teilweise relativ teuer hier Region Market.
wert 100k, jetzt habe ich es hier für 27 bzw. 28, ne? Das werde ich mal einmal kaufen und sonst hätten wir hier noch für knappe 30 einen Teil aus Castlenathria, aber auf dem Server habe ich leider noch keinen Max-Level-Char, deswegen werden wir das jetzt erstmal liegen lassen. Vielleicht kriege ich es ja auf einem der anderen Server noch. Gut, das können wir hier direkt lernen, das Schwert hat sogar irgend so einen tollen, besonderen Effekt. Ich weiß gar nicht, ob der deaktiviert ist, kann natürlich sein, weil das hier in Rot geschrieben ist. Ah ja, genau, hier nur bis Stufe 49 aktiv, ne, aber ja, brauchen natürlich das eh nicht. Schönes Langschwert haben wir hier einmal für, was war das jetzt, 28, ne, das tragen wir einmal ein. Ach, dass ich, ja genau, 28. Einmal in die Liste mit rein, das ist Blackhand. Und dann habe ich noch auf Lothar parallel durchgescannt. Und dort habe ich hier Schuhe gesehen für 10k, die können wir einmal kaufen. Die sind einmal aus der Schwarzfestgießerei im mythischen Modus. 10k ist ganz in Ordnung dafür. Und sonst haben wir jetzt hier nur teurere Sachen. Und ihr seht schon, ich bin wieder am Thron der Elemente unterwegs. Ich farm wieder hier das Urfeuer, weil das hier auf dem Server relativ teuer ist. Und ich will nachher dann auch vielleicht ein bisschen was craften. Mal gucken, was ich mir dann noch immer Haar kaufe. Dann sind wir auf dem letzten Server für heute angelangt. Und zwar Thrall hier. Und dort habe ich auch schon durchgescannt und ein Item gefunden. Hier haben wir nämlich einmal ein Crafted Item von Schmiedekunst, das aber removed wurde. Und da ich das selber mir nicht bauen kann, weil ich anscheinend das Rezept nicht habe, werden wir uns das jetzt hier einmal kaufen für 20k. Und dann hätten wir hier noch einen Helm aus den Inselexpeditionen. Plattenhelm ist das, den werden wir uns auch mal kaufen für 30. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Schild, auch aus den Inselexpeditionen für 30. Ach komm, das nehmen wir auch noch mit. Was soll's. Gut, dann hätten wir drei Platten-Items, beziehungsweise drei Items, die ich auf meinem Worry einlösen kann hier. Und das hat mich jetzt gekostet 80k. Naja, gut. Immerhin ein bisschen was, das können wir gleich mal noch eintragen in die Liste. Wo haben wir's? 80k. Oh, ich hatte die 10k auf Lothar nicht eingetragen, ne? Da hatten wir uns ja ein Item gekauft. Dann sind wir jetzt zusammen auf 211k. Das trage ich jetzt schon mal ein. Eventuell muss ich noch gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was craften können auch. Aber da muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen was farmen und dann schauen wir nachher mal weiter. Sodala, das mit dem Farmen hat halbwegs gut geklappt. Und zwar habe ich noch ein bisschen Urfeuer gefarmt, Urwasser. Ich wollte auch Urluft farmen, aber das war ehrlich gesagt echt ätzend. Also das werde ich mir aus dem Aha kaufen. Und ich habe auch schon einiges von den Materialien auf meinen Alchitwing rübergeschickt und mir ein bisschen Urmacht noch hergestellt. Ich habe tatsächlich auch ein paar Procs, ne? Teilweise, wenn man Transmu-Alchi ist, kann das ja auch procken und man kriegt da mehrere raus. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, drei Dinger hergestellt, 7 Teile bekommen. Hat sich schon gelohnt, würde ich mal sagen. Sprich, haben wir nochmal ein bisschen was zurückbekommen. So, den Rest muss ich mir aber aus Maha kaufen und das geht dann quasi mit ins Gold ein. Ich hatte ja das letzte Mal, bei dem letzten Waste of Money Video, euch schon gezeigt, dass mir nicht sonderlich viel mehr fehlt in den alten Expansions zum Herstellen. Und unter anderem sind es, glaube ich, noch 5 Items, ne? Und ich brauche hier zweimal, glaube ich, jeweils 5 Uhr Macht. Die habe ich mir jetzt schon gecraftet. Passt. Und dann brauche ich noch ein bisschen Zauberstoff. Den kann ich einmal herstellen. Und dann bräuchte ich, glaube ich, noch ein bisschen von dem Schattenstoff. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viel Schattenstoff wir brauchen. Wir brauchen einmal 4 und 10. Also brauche ich 14. 3 habe ich schon. 11 Schattenstoff. Die kann ich nämlich hier noch mehr holen. Da hatte ich ja letztes Mal auch schon das Schatten zusammengecraftelt. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Zauberstoff, wie viel brauchen wir da noch? Da bräuchte ich 10, 20, 24. Und sonst sind es, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die ich benötige. Ich glaube, Luft war auch dabei, was sehr, sehr teuer hier auf dem Server ist. Also da muss ich dann auch nochmal gucken. Und, ah ja, genau, hier bräuchte ich auch noch den Urmondstoff. Da brauche ich dann Urwasser und Urleben. Urwasser habe ich ein bisschen was gefarmt. Urleben muss ich, glaube ich, dann noch mehr farmen. Irgendwo hier war jetzt, ach nee, das war da unten, ne, wo ich das umcraften kann. Ja, ich crafte das mal um, dann sehen wir uns wieder. So, den Schattenstoff habe ich hergestellt und jetzt haben wir insgesamt 14 Stück. Jetzt brauche ich noch Zauberstoff
Und zwar insgesamt 24 Zauberstoff, beziehungsweise 2 habe ich schon, also 22. Dafür brauche ich aber Urmana, das habe ich mir nicht selber gefarmt, das müssen wir jetzt einmal aus dem Haar kaufen. Ist aber hier relativ günstig, wie ihr seht. 200 Gold, wenn man guckt, ein Urfeuer kostet 3000, ne? Deswegen habe ich mir das Zeug selber gefarmt. Gut, heißt, ich brauche jetzt 22 davon, sind 6k Gold, das ist jetzt nicht großartig, ehrlich gesagt. Und das müsste ich hier umwandeln können, ne? Also für den Schattenstoff musst du an so einem Altar stehen und hier kann ich das einfach umwandeln. Und dann brauche ich, glaube ich, als letztes noch diesen Urmondstoff. Genau, das muss ich dann bei dem Mondbrunnen auch noch umwandeln. Da sehen wir uns dann gleich wieder. So, Dala, ich bin mal wieder hier am Mondbrunnen in Danassos. Hab mir schon den Urmondstoff umgewandelt. Und jetzt sehe ich gerade, ich brauche noch mal ein bisschen Urleben. Da habe ich nämlich jetzt nicht genug. Das werden wir uns kaufen. Ja, 500 Gold, easy. Solange die unter 1000 Gold kosten, diese Urgeschichten, ne, ist das günstig. Dann brauchen wir Herz der Dunkelheit, noch 4. Zum Glück sind da welche im Aha. Die sind nämlich meistens gar nichts wert. Also da müssen wir auch nicht sonderlich viel zahlen. Der Kollege steht mit seinem Dino so ein bisschen suboptimal hier in dem Ding drin. Und jetzt können wir uns schon mal die Handgelenke bauen. Das müsste eins von den 5 Teilen sein. Genau, hätten wir das schon mal. Dann muss ich mal gucken, was wir für die anderen Sachen jetzt noch brauchen. Also diese Stoffe habe ich umgewandelt. Das müsste gut aussehen. Ah ja, genau. Also hier die Kapuze, die kann ich auch bauen. Ihr seht, die wäre hier im Auktionshaus für 351.000. Alles klar. Aber hier kostet allein die Uhrmacht halt schon mal 10.000 pro Stück. Und das habe ich mir einiges günstiger zusammengebastelt. So, okay, dann hätten wir das auch. Dann schauen wir mal weiter. Hier der Gürtel wäre noch am Start. Da bräuchte ich auch nochmal Uhrmacht. Habe ich mir genau richtig viel Urwasser gefarmt? Okay, das war ein Zufall. Ich habe Black Temple gefarmt, bis ich einen Lockout hatte. Und im Black Temple bis zum ersten Boss, beziehungsweise im Raum danach, kann man farmen. Und da kriegst du extrem viel Urwasser. Teilweise 1 bis 2 pro Run, was 1-2 Minuten nur dauert. Also das ist eigentlich eine gute Sache. So, dann haben wir... Achso, warte mal. Ich muss dann noch schauen, dass wir den Runenfaden bekommen. Ich meine, das Mammut hatte den dabei. Genau. Da haben wir das auch noch. Perfekt. Das wäre halt auch für 100k, ne, im Auktionshaus. Irre Preise, also die Sachen am besten selber craften. Dann schauen wir weiter. Hier die Hosen, die können wir uns auch gleich holen. Da brauchen wir nur Zauberstoff und Urmacht. Und was haben wir dann noch? Hier die Schuhe. Ach, da brauche ich dann auch nochmal einen Faden. Dann sieht es doch schon mal sehr gut aus. Was brauchen wir hier noch? Da brauchen wir Urluft. Okay, die Urluft, die wird nochmal teuer werden. Ich habe probiert, sie zu farmen. Es war sehr ätzend und dann hatte ich keinen Bock mehr. Also Urfeuer kannst du am bei Kazak oben in der Höllenhalbinsel ganz gut farmen. Das ist okayisch. Ne? Urwasser kann man auch okayisch farmen. Urluft ist scheiße zu farmen. So, ich habe 7 und brauche nochmal 7. Kostet halt 3700 Gold, aber ich habe da rumgefarmt. Ewig habe 4, 5 Stück bekommen, dann habe ich keine Lust mehr. Weil du killst 30 Mobs und du kriegst einen Drop oder so. Also da zahle ich dann lieber ein bisschen was. Das war jetzt halbwegs teuer, ne? Aber gut. Alles noch im Rahmen. So, das haben wir auch. Umhang. Und damit müsste ich tatsächlich in Burning Crusade durch sein. Jetzt schauen wir mal kurz durch, ob überall die Haken dran sind. Aber ihr seht, es sieht gut aus. Haben wir alles gecraftet. Und damit ist BC abgeschlossen. Wir können mal gucken. Also Nordend habe ich auch schon fertig gemacht. Da müssen wir auch nichts mehr craften. Das war relativ günstig. Da kosten die Mats aber auch ehrlich gesagt nichts. Cutter ist auch alles durch tatsächlich. Pandaria ist auch alles durch. Da gibt es richtig viel. Also das war ein Hustle, muss ich euch sagen. Draenor ist auch durch. Da gibt es nicht sonderlich viele Rezepte. Und hier fehlt mir nur ein einziges. Das ist das Legendary-Teil. Da muss ich mal gucken, wenn das günstig im Auktionshaus ist, dass ich das mal schieße. Aber das ist hier gerade nicht drin. Ich habe das letztens irgendwo für 25k gesehen. Da hätte ich mal zuschlagen sollen. Das war dann aber wieder raus. Da müsste man einiges an Zeug farmen. Vielleicht crafte ich es mir selber oder ich finde es nochmal irgendwo günstig. Also in Legion ist es tatsächlich nur ein Teil. Und Kultiras geht es dann hier mit diesen Raid-Drop-Sachen los. Dann muss ich jetzt die Tage mal in die Raids rein. Ich habe mittlerweile mir die 5-Mann-Dungeons gefarmt, um die ersten Teile craften zu können. Und das sind diese hier. Braucht man diese Hydrokerne und die Gezeitenkerne. Das habe ich gemacht. Und jetzt muss ich quasi in die Raid-Instanzen rein, um das zu craften. Ich glaube, Schattenlande, da habe ich auch schon alles gebaut. Ja.
Das Einzige, was jetzt sonst noch offen wäre in den alten Expansions, wäre ein Teil, und zwar ist das das hier. Und ihr seht, da ist ein grünes Symbol dran. Das ist nämlich ein Teil, das beim Aufheben gebunden ist, und das kann nur Klasse Priester tragen. Ne? Alles andere in Classic habe ich. Und das Nächste, was wir jetzt machen werden, ich werde mir einen Priester schnappen, bei dem Schneider hochziehen, hoffe, dass das Rezept im Auktionshaus ist, das Rezept rauskaufen und nur den Schneider auf, ich glaube, 275 muss ich nur hochziehen, um dieses eine blöde Ding herzustellen. Jetzt muss ich halt gucken, wie ich es damit mache, mit dem Geisterfarbstoff, den ich da auch brauche, weil ich habe auf Erre da noch einen Schneider, wo die Berufe egal sind. Das werden wir jetzt dann gleich mal gucken, was wir da reinlatzen. Ich denke mal, das wird ein wenig teurer tatsächlich, aber mal schauen. Erstmal tragen wir jetzt hier das ein. Wir haben jetzt nochmal knappe 38.000 ausgegeben. Auf Lothar zu den 10, die wir schon hatten, haben wir 48. Und dann ändert sich die Zahl hier auf 249.000. Und wie gesagt, jetzt gucke ich mal auf Erre da nochmal, ob ich da noch eventuell einen Char habe, wo wir das machen können mit dem einen Teil, dass wir das hier auch rauskriegen. So, ich bin jetzt auf meinen Priester geswappt hier auf Erreda. Ich habe mir auch schon Schneider besorgt. Ich bin noch quasi Stufe 1 und habe mir auch schon ein bisschen Gold rüber geschickt. Ich hoffe, meine Million Gold müsste reichen. Schauen wir mal, ne? Wie teuer das Unterfangen wird. Zwei Probleme gibt es. Erstes Problem ist natürlich, ich muss erstmal die Schneider hochskillen, ne? Und das zweite ist, das Rezept dann zu holen und auch zu bauen. Und das Rezept hat halt ein bisschen blöde Mats, sagen wir es mal so. Das waren nämlich diese Geisterpilze, braucht man dafür für diese Geisterfarbe, ne? Ich habe jetzt mal geguckt, der Farbstoff ist nicht drin, das Rezept ist drin, das kann man aber beim Händler kaufen. Wenn es blöd läuft, muss ich mir auch noch ein Alchi hochziehen und das Zeug selber farmen. Müssen wir mal gucken. Der Rest scheint zumindest indirekt drin zu sein. Mondstoff haben wir jetzt hier auch keinen, aber ich, oder? Doch, hier, aber den kann ich mir über Teufelstoff hier herstellen, sobald ich das hochgezogen habe, hoffe ich zumindest. Das Rezept an sich würde, glaube ich, in Stratholm droppen. Das ist aber drin für 1000 Gold. Ehrlicherweise, das kaufe ich mir gleich schon mal raus, dass ich das dann craften kann. Das werde ich mir nicht selber farmen. Für 1000 Gold ziehe ich nicht los, ne, dass ich das selber mache. Gut, dann haben wir das schon mal. Und jetzt würde ich sagen, skill ich das Ganze hoch. Da diese Videos aber eh schon immer zu lang werden, würde ich sagen, ich skill das hoch und danach zeige ich euch, wie teuer das Ganze war. Also wir haben jetzt halt schon mal 1000 Gold ausgegeben für den Spaß hier und dann mal gucken, was der Rest so kosten wird. So, das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, kann ich euch sagen. Ich habe sehr viel Sachen hergestellt, musste immer wieder mein Inventar leeren. Bin jetzt mit Schneider auf 300. Ehrlich gesagt, es war sehr günstig, ne? Die Stoffe kosten alle fast gar nichts und man kann eigentlich fast mit ausschließlich Stoffen und irgendwelchen Farben, die man sich beim Händler kaufen kann, hochleveln bzw. Fäden. Ich habe jetzt ausgegeben 5500 Gold und ihr müsst mit einberechnen, dass ich ja noch das Rezept für 1100 gekauft habe, also ein bisschen über 4000 und ich bin auf 300 gekommen, also das ging jetzt easy. Ich denke mal, bei anderen Berufen sieht das ein bisschen anders aus. So, der teure Part kommt jetzt aber und zwar brauche ich jetzt hier diese Mats, ne? Ich brauche einmal die goldene Perle, da brauche ich 4 Stück von, die kaufen wir uns jetzt hier mal ein. Dann brauche ich hier die rechtschaffene Kugel, da brauche ich auch 4 Stück von, die kostet halt jetzt 2000 Gold. Ja, alleine die Mats sind halt schon teurer. Dann, gut, den Faden kann ich mir so kaufen, die Ballen, die kann ich mir auch umcraften, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich eh noch welche habe. Wie brauche ich noch 12 Ballen war das? Ich kaufe mir jetzt einfach nochmal ein bisschen was. Moment, rechnen wir das mal aus. 12 mal 4, 48. Hier noch. Und dann brauchen wir noch was? Den Mondstoff, gut. Jetzt muss ich mal schauen, habe ich das Rezept, dass ich das umwandeln kann oder muss ich mir da das Rezept erst besorgen? Ich kann noch keinen Dings umwandeln hier. Keinen Runenstoff in, beziehungsweise keinen Teufelstoff in Mondstoff. Da muss ich mal gucken, wo ich das Rezept herkriege. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendein Dreck ist. Vor allem, es geht immer nur an Mondbrunnen. Und die Horde hat jetzt nicht so viele Mondbrunnen. Benötigt Mondbrunnen. Ah, in Winterquell bekomme ich das. Okay, da muss ich jetzt dann gleich mal hinflattern. Dann müssen wir mal schauen, wie teuer der Teufelstoff hier ist. Na gut, der kostet 400 Gold pro, ne?
Zwei Teufelsstoff brauche ich, um eins umzuwandeln. Bedeutet, ich würde 20 Teufelsstoff brauchen. 1000 Scheiß drauf. Das kaufen wir uns jetzt einmal. Gut, den Runenfaden, wie gesagt, können wir im Händler kaufen. Und das hier wird das Ätzendste. Ich habe schon eine Person gefunden, die mir das umwandeln kann. Das einzige Problem ist, ich brauche dafür diese Geisterpilze. Ja? Und diese Geisterpilze, die kriegst du im Ogoro zum Beispiel. Das ist aber ein bisschen nervig zum Farmen. Und vor allem brauchst du auch einen gewissen Skill, um die zu holen. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch jemanden oder noch einen Char habe, wo ich dementsprechend ein bisschen Skill im Classic Kräuterkunde habe, dass ich mir die holen kann. Mal schauen. Das wird halt dann wahrscheinlich noch ein bisschen eine aufwendigere Angelegenheit. Gut, jetzt schauen wir mal, was ich jetzt ausgegeben habe. Zwar halt. Oh, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verspekuliert. Habe ich den Teufelsstoff zu teuer gekauft? Ups, ich dachte, ich kann ihn für 300 Gold kaufen. Oh boy. Ich hab verkackt, weil ich nicht geguckt habe. Ich habe den für 196.000... das war nicht 300 Gold pro Teufelsstoff, sondern ein bisschen mehr. Okay. Ja gut. Das war jetzt nicht so gut. Ich dachte mir, warum habe ich denn jetzt so viel ausgegeben? Ja gut, wir haben einfach den Teufelsstoff für fast 200.000 gekauft. War da nicht so viel drin? Ich hab anscheinend nicht vernünftig geguckt, ne? Das ist ärgerlich, aber okay. Ja, hier waren die dann für 12.000 drin, da waren nur ein paar günstig drin. Ja gut, ärgerlich, Lehrgeld muss man zahlen. Also wir haben jetzt ausgegeben, das sind 200k und ein paar zerhackte. 212.000 waren das jetzt, das muss ich mir mal aufschreiben, dass ich da nicht durcheinander komme. Und dann schauen wir mal, was wir noch für die Pilze und so zahlen müssen. Beziehungsweise als erstes mache ich das mit dem Rezept noch. Ja, das war jetzt nicht gut. Hätte ich mal gucken sollen. Ich dachte, da waren mehr für 300 Gold drin, aber die waren für 12.000 drin, was natürlich total overpriced ist. Bitter, 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 bitter. So, nachdem ich jetzt ein bisschen diese Pilze gefarmt habe, habe ich jemanden gefunden, der mir den Geisterfarbstoff herstellen konnte. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen Trinkgeld geben, ne, was wir jetzt eigentlich auch mit auf die Liste schreiben könnten, aber die Person wollte tatsächlich nichts haben. Und ja, perfekt, habe ich meine hier Tränke quasi umsonst bekommen. Gut, die Mats musste ich halt farmen. Jetzt kann ich mir endlich diese Robe herstellen und ich sag's euch, die war teuer erkämpft, da wir ja mit dem Teufelsstoff ein bisschen verkackt haben, aber naja gut, das war halt jetzt Lehrgeld. Man sollte mal gucken, wie viele man da kauft und für welchen Preis, habe ich jetzt an der Stelle nicht gemacht. Und ja, damit sind wir durch. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen mehr hier ausgegeben. Dafür sind wir jetzt aber mit den Schneider-Craft-Sachen komplett fertig, bis auf halt dieses eine aus Legion noch, dieses Legendary-Teil, wo ich noch gucken muss, ob ich es vielleicht irgendwo anders hier noch günstig kriege. Beziehungsweise, was dann halt noch offen ist, sind jetzt die Sachen aus BFA, wo ich noch in die Raids rein muss. Und ja, damit sind wir dann am Ende vom ersten Tag. Das war jetzt eine lange Craft-Session. Wir haben ausgegeben, jetzt auf Erida zusammen mit dem 15k, die ich vorhin noch rausgehauen hatte, sind wir bei 227k, insgesamt bei 461, und das ist für den ersten Tag doch schon mal einiges, aber wie gesagt, Teufelsstoff-Fail war wohl das meiste davon. Dann kommen wir jetzt als nächstes zum zweiten Tag. Und zwar habe ich hier auf Blackmore schon einmal ein bisschen durchgescannt. Hier habe ich was entdeckt. Wir haben hier aus dem Grabmal des Sagras ein Stoff-Item für 30k. Wie ob die Person wüsste, dass ich bis 30k die Sachen kaufe. Das holen wir uns mal raus und schicken das auf meinem Stoff-Jar. Und dann habe ich noch aufs Schrull einmal durchgescannt. Da können wir dann auch gleich nochmal gucken. Und zwar haben wir das einmal hier. Und dort ist leider jetzt nichts Besonderes drin. Das erste Teil, was von Interesse wäre, ist halt bei 37. Ha, das ist ein Remove, das Item. Ha. Außenbereiche, Kalender, Silitus, selten, Fürst der Tiefen. Ach, komm, das... Wir gehen jetzt mal über die 30k drüber, weil es ist removed und, das kriege ich sonst, glaube ich, nie wieder. Deswegen kaufen wir uns das auch mal. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich für nur 37k ein removedes Item finde, aber not bad. Das können wir auch holen. Was hat es gekostet? 37 und ein paar zerhackte. Tragen wir das mal ein in die Liste. Also, auf Blackmore haben wir 30k ausgegeben, auf Thrall 37 und ihr seht, ich habe auf Anto schon 29k drin. Liegt daran, da ich gestern spätabends noch
nach den ganzen Schneidersachen ein bisschen meinen Lederer auf Anto genommen habe und mit dem Lederer hochgeskillt habe auf dem zweiten Account, aber für BFA. Und zwar hat das den Hintergrund, ich hatte ja mal diese ganzen Lederer bzw. Schmied habe ich ja mit meinem Main hochgelevelt für die ganzen Rezepte. Es gibt aber einige Sachen, die seelengebunden sind. Und dann kann ich zwar die Rezepte hochskillen, also ich rede jetzt hier von diesen Raid-Rezepten, wo man erst dann ein paar Raid-Mats braucht, dann mehr und umso, ne? Und quasi dann immer ein neues Rezept lernt, wenn man die Vorstufe baut. Das Problem ist, ich habe zwar die Rezepte auf dem Main, aber nicht das T-Mog, weil Kette beim Lederer kann ich ja auch herstellen und das kann ich ja mit dem Druid nicht lernen. Jetzt habe ich das bei meinem Hunter gemacht, habe quasi mit dem das Lederer-Zeug gemacht, um quasi auch diese Sachen dann lernen zu können, diese Transmog-Dinger. Genau, ich werde nämlich jetzt heute noch ein bisschen in die Raids reingehen und mir die Mats holen und dafür habe ich Lederer schon mal hochgeskillt. War erstaunlich günstig, muss ich sagen. Also ich hätte mit wesentlich mehr gerechnet in BFA. Es waren jetzt 29k, konnte ich es auf Max hochleveln. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, ein bisschen was brauche ich wahrscheinlich noch für die Materialien. Aber das werde ich wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen dann zeigen. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal auf den anderen Server noch, was da so drin ist. Dann sind wir als nächstes auf Erda. Und hier sieht es leider schlecht aus, nur Ingi-Sachen drin. Da können wir dann gleich schon mal eine 0 eintragen. Und nebenbei habe ich hier noch auf Black Hand gescannt. Und was haben wir hier? Hier hätten wir auch nur ein Leder-Item tatsächlich. Stufe 60, das bringt mir auch nichts. Jupp, das war leider eine Nullnummer. Also Erre, da haben wir 0. Und hier Black Hand auch an der Stelle. Dann sind wir auf den nächsten zwei Servern. Und zwar bin ich einmal auf Lothar. Und dort habe ich jetzt noch 2-3 Items gesehen, die ganz interessant ist. Einmal hatten wir hier aus dem Hochfels ein Item Mythisch Stoff für 18k, ja, fast 19, das würde ich sagen, nehmen wir einmal raus, das kann ich gleich mit dem Char auch lernen. Dann habe ich hier noch relativ günstig Klinge des Assassinen, das ist ein Item, glaube ich, Trash Drop aus Burg Schattenfang, was recht selten ist, meistens für über 100k drin, 29k ist ein solider Preis, das nehmen wir auch mit. Und sonst habe ich jetzt nichts, was so von Interesse ist. Jetzt muss ich das aber mal manuell zusammenzählen, weil ich jetzt mit dem Char schon eine Weile online bin, ein paar Sachen verkauft habe, dass wir die richtigen Preise haben. Also wir hatten einmal 29k und dann einmal noch die 18 bzw. die 19. Dann sind wir bei 48, die können wir gleich schon mal eintragen auf Lothar. Und ich glaube, die zwei Teile kann ich direkt auch lernen. Das würde ich sagen, machen wir gleich mal. Weil sonst vergesse ich das immer wieder und dann kaufe ich Sachen doppelt, ne? Ist schon blöderweise öfter passiert, als ich zugeben möchte. So, okay, dann hat man die beiden Dinger schon mal weg. Und dann habe ich parallel noch gescannt, einmal auf Antonidas. Und da habe ich auch den Char einmal mit Lederer geskillt, was ich euch vorhin schon mal gezeigt hatte. Das gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch drin haben. Und zwar, wir hätten hier aus Daza Alor ein Platten-Item drin. Das können wir auf jeden Fall mal rauskaufen für 8k. Hier noch einen Haufen Inji-Gedönse. Und hier wäre ein Item aus dem Schloss Nathria für 20k. Ich habe hier einen Max-Level-Stoff-Char, deswegen können wir das hier einmal kaufen. Und sonst beißt es hier leider aus. Dann haben wir aber hier auch ein ganz nettes Sümmchen. Also wir haben dann einmal hier das Teil und das Ding. Und was haben wir dafür jetzt insgesamt gezahlt? Ach, das steht jetzt nicht mehr genau dran, ne? Warte mal, jetzt müsste ich mal gucken, was habe ich genau ausgegeben, weil mit dem bin ich jetzt auch schon eine Weile online. 8000, das andere war, glaube ich, 20, ne? Was wir da gezahlt haben. Also etwa 28, ne? Was wir jetzt rausgehauen haben. Gut, das schicken wir dann auch nochmal weiter. Und zwar einmal auf meinen Plattenchar. Das ist einmal das Item. Und dann auf meinem Stoffchar, den Hexenmeister hier. Das Stoff-Item. Dann tragen wir nochmal die 28k ein. Und zwar auf Anto. Dann haben wir 50, 57 zusammen. Ich hatte ja schon ein bisschen was ausgegeben, um Lederer zu skillen. Und zwar hatte ich ja Shadowlands Leder hier schon auf Maximum. Und Kultiras Lederer habe ich mir jetzt auch auf Maximum geskillt, um quasi diese Kettensachen herzustellen. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen was gecraftet tatsächlich. Also ihr seht hier diese Items, wo man dann dementsprechend immer verschiedene Sachen braucht. Ne? Wenn dann, man braucht halt hier diese Mats, die Blutzellen, oder man braucht die anderen Geschichten,
hier Atem von Bonsandi, ne? Und die habe ich jetzt auch in den Raid Dungeons schon ein bisschen gefarmt gehabt. So, dann sind wir auf dem letzten Server für heute und zwar einmal auf Equin. Hier habe ich auch noch was gefunden aus der Sa'alor Mythisch Zonenbeute, ein Stoff-Item. Das würde ich sagen, kaufen wir uns auch noch raus. Und dann ist es eigentlich hier soweit. Ich würde sagen, das schicke ich dann gleich schon mal weiter, dass ich das lernen kann. Und dann tragen wir das nur ein und schauen wir mal, was das Endergebnis für heute ist. Wir haben ja doch wieder einiges ausgegeben. So, einmal zu dem Markt. Ach, Moment, ist das der falsche Char? Ich glaube, den habe ich schon gelöscht, ne? Ich habe hier, glaube ich, noch einen anderen. Mal zu dem rüber. Okay, da muss ich nachher nochmal gucken, wie der Char hieß, ne? Das waren jetzt wie viel Gold? Das waren einmal 20k. Und dann sind wir bei 192. Und overall sind wir dann bei 653.000. Naja, nach zwei Tagen ist das schon mal ordentlich. Dann gucken wir mal, ob wir morgen noch ein bisschen was rausziehen können. Dann kommen wir als nächstes zum dritten Tag. Und zwar habe ich hier schon mal gescannt auf Lothar. Ich habe jetzt ein paar Tage verstreichen lassen, weil ich nicht so ganz zum Scannen gekommen bin. Beziehungsweise dachte, ich lasse das Auktionshaus mal wieder so ein bisschen regenerieren. Hier haben wir einmal ein Item aus Nier Lothar. Zonendrop NHC 25k Platten-Item. Das würde ich sagen, kaufen wir hier einmal ein und können das auch schon mal an den richtigen Char rüberschicken. Ich bin hier nebenbei mit meinem Priester jetzt gerade eingeloggt, nicht mit dem Hexer, da ich hier ein bisschen Rezepte noch am Farmen bin. So, das können wir rüber schicken. Das hatten wir für 25k gekauft. Tun wir gleich schon mal eintragen. Das können wir rausnehmen. 25k auf Lothar. Und dann hätte ich noch auf hier einem anderen Server durchgescannt. Und zwar ist das hier Antonidas. Und ja, gucken wir mal, ob da was drin ist. Ich habe hier die Suche noch nicht gestartet, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier Schönes? Wir hätten hier einmal aus dem Arati-Hochland einen Zonendrop für Stoff. Das können wir uns schon mal holen. Das ist für 19k drin. Das sind alles Inji-Sachen, so wie es aussieht. Dann hätten wir hier das... das ist auch ein Inji-Ding. Was haben wir hier? Antorus LFR. Das wäre ein Platten-Item für 25k. Das würde ich auch kaufen. Und dann, ja, den Rest, der ist eher uninteressant. Und da haben wir dann ausgegeben so 44k. Okay, das tragen wir auch nochmal mit ein. Also Antonidas, 44k. Den nächsten Server, den ich gescannt habe, ist hier Equin. Und auf den ersten Blick war hier tatsächlich nichts von Interesse drin. Wir haben hier ein paar irgendwie weiße Sachen, ne? Und dann fängt es hier schon bei 30k an, teuer zu werden. Ich habe aber dennoch hier so ein bisschen die Items durchgeguckt. Und dann ist mir ein Item aufgefallen, und zwar Google der Totenbeschwörung nennt sich das Ding. Und das, ihr seht hier unten schon, ist ein removedes Item. Also das kann man im Spiel nicht mehr erhalten. Und dann dachte ich mir, komm, ein removedes Item hier für knappe... knappe 90k, 87,5 kostet es hier. Gucke ich mal nach, wie das im quasi internationalen Vergleich ist, ne? Ihr seht, ich habe jetzt hier mal diese Google der Totenbeschwörung einmal im Andermann Journal rausgesucht. Und wenn wir hier unten reingucken, sind tatsächlich nicht sonderlich viele drin. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf allen Servern drin. Und das günstigste ist hier auf Equin. Und ja, ich würde fast behaupten, das ist sogar für dieses rausgenommene Item Schnapper. Die anderen sind teilweise bei mehreren 100.000 Gold, so wie ich das hier sehe. 87 ist zwar jetzt für ein T-Mog-Item doch einiges, aber ich würde sagen, das kaufen wir uns. Das hat es ursprünglich gegeben im östlichen Königreich im Ödland von irgendwelchen so Zauberwirkern. Und wahrscheinlich ist das halt rausgeflogen in Kataklysmen und dementsprechend kann man das nicht mehr kriegen. Ich würde sagen, das kaufen wir jetzt für 87 und hier unten hatte ich noch ein anderes. Und zwar schimpft sich das Slarks Haut und das würde ich vielleicht auch mal gucken, weil das sind auch nochmal removede Sachen. Hier sind sogar noch zwei removede Items drin, ne? Für 100k. Jetzt weiß ich nicht, ob das günstig ist. Schauen wir mal nach. Slarks Haut. Ich kann es leider nicht rauskopieren. Und dann gucken wir mal, ob das im Undermine Journal dann auch nochmal mir sagt, dass das im Vergleich zu anderen Servern günstiger ist. Also Slarks Haut haben wir einige drin.
Und hier haben wir auf Equin. Ah, das für 100k. Okay. Was kostet. Auf Anto haben wir nichts drin. 150. Ja, gut, und da ist es für Cap drin, ne? Würde es mir fast auch kaufen, ne? Und was haben wir da? Erweiterungsfilm, WOD, Garnison, Wiederherstellungsgebäude. Wäre hier ein Teil drin. Schauen wir mal, wie teuer das ist. Kann ich da irgendwie so draufklicken? Nee. Suche nach Alternativen, dass ich es mir rauskopieren kann. Dann muss ich es nämlich nicht abtippen. Das ist nämlich immer ein bisschen nervig. Okay. Jetzt gucken wir mal nach dem Umhang noch, ob das eventuell auch was ist. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger jetzt hier rausnehmen muss. Also im Vergleich ist es günstig, ne? Wisst ihr was? Komm, scheiß drauf, ganz ehrlich. Zweimal 100k, ich kaufe mir die Dinger. Im Dingsvergleich ist es okayisch, ne? Das war jetzt für drei T-Mog-Items ein Haufen Asche, die ich da rausgekauen habe, aber das sind alles removede Sachen und da kann man schon mal ein bisschen was reinlanzen. So, dann haben wir den Umhang, den kann ich mit dem hier gleich lernen. Und wir haben jetzt 187.000 dafür ausgegeben. Und die anderen beiden schicken wir mal auf meine T-Mog-Chars und zwar einmal auf meinen Stoff-Char. Und dann brauche ich noch meinen Ketten-Char. Das müsste dann der hier sein. Okay, dann tragen wir das mal ein. 187.000 auf Equin. Ne, 287.000. Das addiert sich hier schon ganz schön auf. Okay, dann würde ich sagen, swap ich mal weiter und schau mal, was auf den anderen Server noch so geht. Dann gucken wir jetzt mal noch auf Blackmore, was da so drin ist. Was haben wir denn hier? Ein Inji-Zeug, bisschen weißes Zeug, mehr Inji-Stuff. Dann habe ich hier ein Schwert, das ist aber schon bei 39k. Da ich jetzt auf Equin hier so ein paar rausgepatchte Sachen gefunden habe, dann gucke ich jetzt mal noch so bis 100k, ob da irgendwas drin ist. Was vielleicht auch nicht mehr im Spiel ist, was wir uns noch holen können. Sieht aber ehrlich gesagt nicht danach aus. Gucken wir mal, hier irgendwelche Classics. Oh doch, hier hätten wir ein Classic-Item. Was ist denn das? Das ist aus Stratholm, Dienstboteneingang. Das wäre vielleicht noch interessant. Und was ist das hier? Ist beides aus dem gleichen? Okay, das wundert mich jetzt, warum da zwei Items drin sind. Die müsste ich vielleicht nochmal nachgucken, ne? Eventuell kaufen wir uns die auch noch, wenn die sonst nirgends drin sind. Okay, aber hier ist nichts mehr. Gut, dann schauen wir mal einmal nach. Und zwar haben wir hier einmal die Stulpen. Wenn ich nach Alternativen suchen gehe, kann ich es auch rauskopieren tatsächlich. Ah, aber da sind drei Stück drin. Warum sind da so viele drin? Das macht mich jetzt schon wieder ein bisschen stutzig, ehrlich gesagt. Ich möchte ungern... Ach so, das gibt die Nachbildung und es gibt das tatsächliche Ding. Und das sind die tatsächlichen Teile, oder? Okay, da gibt es andere Server, wo die noch günstiger sind. Eins auf Outland, sechs hier auf Zirkel des Szenarios. Alonsos gibt es auch noch, okay. Kazak. Wäre eine Überlegung wert. Also es sind schon einige in der EU drin, ne, wie ihr seht. Anto ist eher im teuren Bereich und ich habe es halt hier auf, wo ist ein Blackmore, das müsste wahrscheinlich das sein, ja genau, Blackmore, mich wundert es, dass da so viele von den Dingern drin sind, weiß ich nicht, vielleicht kriegst du irgendwie günstiger. Das andere, jetzt habe ich mir quasi die Stulpen angeschaut, jetzt gucken wir mal noch nach der Bindung, da sind auch zwei im Auktionshaus, ne, schauen wir mal. Wie es da im Marktpreis aussieht, bei der Bindung. Das ist dann auch das Original-Item. Sind es auch wirklich, warte mal, sind es wirklich die Tier-Dinger? Ah ja, seht ihr, das ist wirklich das Tier-Set, was man damals, oder beziehungsweise ist, glaube ich, das T0, wenn dann das T0 oder das 0,5er, ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist, aber das ist anscheinend das Original. Ich wusste nicht, dass man die tatsächlich auch ins Haar stellen konnte. Interessant. Okay. Und das ist auf Blackmore tatsächlich was vom günstigsten. Wisst ihr was? Ich werde es wahrscheinlich bereuen, wenn ich es jetzt nicht kaufe. Deswegen holen wir uns die zwei Dinger. Kommen einmal für 70k. Die Bindungen und die Stulpen
für 78. Dann haben wir jetzt ausgegeben 149 Schiermalen. Das sind beides Platten-Items, so wie ich das gesehen hatte. Ich hoffe jetzt, dass das nicht eine bestimmte Klasse war, sonst muss ich nochmal schauen. Steht jetzt nichts dran, aber hier ist tendenziell noch Int mit drauf. Aber man kann es anscheinend mit jeder Klasse lernen, ne? Stärkebonus. Ja gut. Ah ne, warte mal, das eine ist ein Kettenteil und das andere ist ein Plattenteil. Ah, okay. Verstehe. Gut, dann muss ich die nachher noch rüberschicken. Tragen wir das 149, hatten wir gesagt, hier auf Blackmore 149. Ja, schon eine halbe Million allein heute rausgehauen. Wir sind nicht mehr fertig mit allen Servern. Okay, so viel dazu. Und jetzt habe ich hier nochmal gescannt auf, was ist das? Black Hand müsste das sein. So, wir haben hier eine Remove this Item aus dem Rotkammgebirge für 20.000. Das holen wir uns dann auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein Stufe 60er Item. Das kann ich nicht holen. Oder warte mal, das ist Stufe 60 Platte. Nee, ich habe hier keinen Max-Level-Char. Schauen wir mal noch nach removeden Sachen, ob da irgendwas Tolles drin ist. Nicht removed. Also ich würde sagen, bis 100.000 können wir gucken, ne? Nach removeden Sachen und ab dann... Ah, was haben wir denn hier? Ein Item. Das kriegst du auch aus der Garnison vom Wiederherstellungsgebäude. Ich habe selber noch ein paar Kisten von denen rumliegen, tatsächlich. Die wollte ich jetzt mal die Tage noch aufmachen. Ich habe vorhin schon eins gekauft daraus. Ich glaube, das Item lasse ich jetzt tatsächlich mal liegen, bis ich meine Sachen aufgemacht habe. Und dann komme ich vielleicht da nochmal zurück. Und was haben wir hier? Hier ist ein Gürtel. Das ist auch jetzt von dem Dingset, oder? Obere schwarze, klassisch. Auftrags... Ja, genau. Das ist auch von dem T0 oder 0,5-Set, je nachdem... Das hier sogar auch, ne? Die Sachen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, sage ich euch ganz ehrlich. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Jetzt kaufen wir uns die zwei Sachen noch. Und dann lasse ich es für den Server erstmal gut sein. Dann haben wir hier tutti komplett die 209.000 rausgehauen. Dann muss ich die Sachen auch noch rüberschicken. Lernen wir erstmal den Umhang. Haufen removede Sachen. Ja, auch nicht schlecht. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich bereuen, ne? Wenn Blizzard die removeden Sachen wieder zurückbringt bei irgendwelchen Mobs, die einfach droppen und ich dann hunderte von 1000 Gold ausgegeben habe. Aber naja, wahrscheinlich kommen die nicht wieder zurück. So, das schicken wir rüber. Dann tragen wir das auch noch ein. 209.000. Das ist Blackhand 209. Und dann loggen wir weiter auf die anderen Server, die jetzt noch fehlen. Warte, und das habe ich weggeschickt? Ja, passt. Dann bin ich als nächstes hier auf Erida unterwegs. Und hier habe ich jetzt auch schon geguckt, hier wäre ein interessantes Item drauf. Und zwar haben wir hier eine Taille Worldbeute aus Warlords of Draenor für 23.000. Die würde ich mir jetzt schon mal kaufen. Das ist einmal Stoff. Und ich habe schon ein bisschen durchgeguckt, ob hier noch ein paar removede Sachen dabei sind. Ich hatte eins gefunden, das ist aber ein Item, was ein Schmied herstellen kann. Ich glaube, das müsste ich woanders nochmal günstiger kriegen. Also ein rausgenommenes Craft-Item ist nicht so wirklich ganz rausgenommen. Von dem her würde ich da jetzt erstmal nichts zahlen. Jetzt checken wir das eine hier erstmal weiter, was wir für 23.000 gekauft haben. Und dann kann ich euch noch was anderes zeigen, wo ich mir noch so ein bisschen unsicher bin. Ich habe diese einen Items, diese T0, wie ich jetzt rausgefunden habe, gelernt. Ne? Ihr seht, hier ist ein Haken oben dran. Es steht jetzt aber dran, dass ich erst 20% von dem Item habe. Damals konnte man das T0 über eine Questreihe auf T0,5 upgraden. Ich vermute, dass das nicht mehr geht, diese Questreihe. Da hier aber... All the Things noch die Prozente anzeigt, kann es natürlich sein, dass das vielleicht doch nur irgendwie geht. Falls das einer von euch weiß, kann er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde die Dinge jetzt erstmal nicht verkaufen und die mal liegen lassen. Vielleicht kann ich es nur irgendwo upgraden. Ich glaube zwar ehrlich gesagt, dass es nicht funktioniert, aber naja, man weiß ja nie. Lieber lasse ich sie mal. Und ich habe wirklich richtig Gold gewastet. Ich habe eins von den Teilen falsch gelernt. Ich habe das Lederteil auch zu einem Hunter geschickt, habe das angezogen, habe ausgeloggt, eingeloggt, habe mir, warum lerne ich das nicht? Bis ich nach so 5 Minuten gecheckt habe, scheiße, das ist ein Leder-Item und ich habe das mit dem Kettenschar versucht zu lernen. Ja, ja.
ungünstig wieder ein bisschen Gold richtig rausgewastet. Naja, so ist das manchmal. Dann kommen wir zum letzten Server. Und zwar sind wir nochmal auf Thrall hier geswappt. Hier habe ich jetzt einen Bogen gefunden. Einen Burning Crusade World Drop. Und das haben wir hier für 5k. Das ist ein Schnapper, das kaufen wir uns sofort. Dann hatte ich hier noch Schuhe gesehen. Genau, hier aus dem Grabmal von Sagras NHC Platte. Die holen wir uns für 25k. Und sonst hätte ich jetzt hier noch ein Item aus dem aktuellen Raid, nur das ist halt auch platt und da habe ich keinen Char hier auf dem Server. Jetzt würde ich sagen, wie auf den anderen Dingern, können wir noch ein bisschen durchblättern, ob wir eventuell noch ein paar rausgepatchte Sachen haben. Hier hätten wir einen Cataclysm-Schmiede-Item. Da würde ich mich, wie gesagt, erstmal zurückhalten, weil das kann man ja endlos nachproduzieren, also das kaufen wir uns jetzt hier erstmal noch nicht. Was haben wir denn hier? Da ist ein Item aus dem Geburtstagsevent. Interesting. Das wusste ich gar nicht, dass man solche Sachen noch kriegen kann. Interesting. 50k. Remove. Zeit versehrt. Ach komm, scheiß drauf, das kaufe ich mir. Na gut, dass wir geguckt haben. Das ist quasi aus dem Geburtstagsevent. Wo man auch dieses Deathwing Mount, glaube ich, bekommen konnte, ne? Sonst scheint jetzt hier nichts mehr Interessantes drin zu sein. Gucken wir mal hier noch durch. Nö, das sind alles keine rausgepatchten Sachen. Bis 100k, hatte ich ja gesagt. Was haben wir denn hier? Es ist auch ein Schmiede-Item. Nee, also diese Schmiede-Items, da muss ich nochmal gucken. Die kriege ich bestimmt noch woanders. Das ist jetzt hier über 100k. Also, wo kriegt man das hier aus Ulderman? Ja, da halte ich mich erstmal zurück. Vielleicht kriege ich das nochmal irgendwo günstiger. Gut, jetzt nehmen wir erstmal das eine raus. Und dann schauen wir mal, was wir overall hier ausgegeben haben. Das waren jetzt hier nochmal genau 80k. Und dann gucken wir einmal kurz, dass wir die nochmal rüberschicken. Beziehungsweise das eine kann ich sogar gleich lernen hier. Das können wir gleich lernen. Den Bogen, das ist Platte und das ist auch Platte. Das schicken wir gleich schon mal zu meinem Plattenschar rüber. Perfekt. Und dann tragen wir die 80k noch ein. Haben wir einmal auf Thrall. Und dann sind wir hier heute bei 817.000. Gut, ich hatte jetzt ein paar Tage dazwischen, aber wir tragen es jetzt einfach mal bei Tag 3 ein. Und damit haben wir 1,47 Millionen rausgehauen, also fast 1,5. Und ich würde sagen, damit soll es mit der Ausgabe auch gewesen sein. Wir haben ja einiges gemacht, unter anderem die Schneidergeschichten hochgebastelt, da einiges an Gold versenkt, unter anderem mehr als mir lieb war mit dem Teufelstoff. Dann einige rausgepatchte Items noch gekauft, da habe ich auch wieder was versenkt, mehr als mir lieb war mit dem einen Leder-Item. Aber so ist es manchmal, wenn man nicht genau guckt, da muss man halt mit Gold bezahlen. Gut, damit wären wir mit dem kleinen Waste of Money Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis dann. Ciao.